Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Let's Play Let's Design City Skylines Karolinenburg. Und in der letzten Folge hatten wir ja unsere Altstadt ein wenig verschönert, beziehungsweise verschönert haben wir sie ja noch nicht. Wir haben sie umgebaut, umdekoriert und ein neues Polizeihauptquartier gebaut. Man sieht im Hintergrund leicht dieses dunkle Gebäude. Ich habe versprochen, dass wir da weitermachen, wo wir letztens aufgehört haben. Somit wünsche ich euch viel Spaß und legen wir los. So, ich habe begonnen, beziehungsweise ich wollte beginnen. Was möchte ich jetzt noch machen, dass ich einen Abschluss habe? Ich wollte nämlich hier mal so ein Raster vorarbeiten. So, das Ganze jetzt einmal kopieren. Auch diesen ganzen Teil hier. Andocken. Sehr schön. Und das Ganze gleich kopieren. Dann kriegen wir quasi wieder diesen Altstadt-Flair zusammen. Mit den... wunderbaren Pflastersteinen. Oder Kopfsteinpflaster. In Österreich sagen wir halt Pflastersteine dazu. So. Also ganz glücklich bin ich noch nicht. Ich möchte jetzt... zuerst, genau. Nein, beides. Fahrrad und Fußgänger. Das Ganze machen wir hier auch. Beziehungsweise von hier. Ich möchte das Ganze. Das ist die Straße. Ja, von mir ist es schräg, das ist jetzt nicht so das Problem. Aber dieser Winkel ist mir dann schon ein wenig zu viel. So. Gut. Ja. Jetzt kann ich hier weitermachen.
Eigentlich wollte ich es kopieren. Warum lasst du mich das jetzt nicht kopieren? So, genau. Dann nehme ich mir noch einen mehr dazu. Das wollte ich jetzt nicht. Genau. Beziehungsweise. So. Dann werde ich mir diese Streifen hier noch nehmen. Jetzt, das möchte ich nicht. Dann werden wir das einfach jetzt so lassen. Auswählen. Werden Sie so setzen. Zwei Stück. So. Diese Straße hier ist ebenfalls genau, das heißt, wir werden hier wieder so eine Straße bauen. Allerdings werde ich den Abstand verringern auf 15. Mal sehen, wie das aussieht. Nicht 15a, sondern 15 wollte ich eigentlich. Genau, das sieht doch gleich um einiges besser aus. Das mache ich jetzt hier auch nochmal. Bekommen wir ein paar mehr Straßenlaternen. Diese Straße müssen wir das noch machen. So, wir haben die Straße genommen. Hier. Möglicherweise. Aber auch hier werden wir diese Lampen nehmen. Das haben wir schon verbessert. Dann machen wir das auch. Auch. Und somit bekommen wir diesen Altstadt-Flair schöner zur Geltung. Jetzt nur das Ganze verändern. Das Ganze jetzt nochmal. Hier muss ich den LKWs noch erlauben, dass sie zufahren können, sonst können die hier das nicht beliefern. Hier bleibt alles gleich. Sich hier wieder genau.
sagen, dass sie abbiegen dürfen und dass sie Richtung Haus fahren. Das Parken ist hier verboten. Hier erlaube ich es, hier ist es nicht möglich. Hier ist es gleich geblieben. Ich glaube, hier müssen wir das noch ändern. Genau. Somit bekommen wir wieder Platz für Props. Beziehungsweise bekommen wir unsere Props wieder zurück. Jetzt das Ganze noch wieder umändern auf nur Einsatzkräfte. Und selbstverständlich Parkverbot. Das Ganze maximal mit 30 Stundenkilometern. Ja, haben wir es ja schon. So, Einsatzkräfte. Außer Einsatzkräfte. Genau. Hoppla, gibt es hier noch eine Straße durch? Genau. Bis hier hoch. Das nehmen wir weg. Dafür nehmen wir aber hier diesen Knoten. Ziehen ihn hierher. Ja, außer also Autobusse und Einsatzkräfte. Wobei. The wait is over. It's finally here. Das möchte ich so haben. Andy's Bowling Alley. Every Friday night, anyone who buys at least two games of bowling gets a free bowl of chili. So don't wait. Book a lane now. Due to recent incidents, the chili will only be distributed at the end of your visit. That way you can enjoy it wherever you want. In a park, at home, or on a construction site. In the meantime, you'll have all the fun that bowling can provide. So come on back and be reminded that you're not actually that good at bowling. Andy's Bowling Alley. Earthlings, Penna Masculine again, bringing you your favorite interplanetary tunes. I must report. Although I do not miss the requirement of deodorant, the Martian average. Ja, leider muss man das dann immer wieder neu setzen. Does make one miss the warm beaches of Earth. Let's warm up with this next song. So. Sieht doch gleich viel schöner aus als vorher. Gut, jetzt benötige ich noch ein bisschen was von diesen Cobblestone.
brauche ich jetzt? Das müsste der kleinere reichen. So stellenweise nervt's gewaltig. So. Es ist schon. So. Jetzt müsst's aber. Nehme ich doch eine große. Große Platte setze sie hierher und das fällt nicht mehr auf. Hier verschieben wir es so. Gut. Das gefällt mir recht gut. So. Okay. Nicht ganz so, wie ich das wollte. Dann kopiere ich mir einfach dieses Teil. Setze es so drüber. Die Häuser möchte ich auch weghaben. Nehmen wir wieder einen kombinierten. So lassen. Gut, hier möchte ich jetzt noch ein bisschen etwas verändern. Was haben wir denn für Gebäude? Beziehungsweise was könnten wir denn hier für Gebäude setzen? So, eigentlich wollte ich. Sorry Leute, jetzt aber. Ich möchte diese beiden Gebäude.
So. Wie das aussehen, wenn ich die Zeile hier offen lasse. Sieht's aus? Ist noch ein bisschen ein Versatz drinnen. Ist der was? So lassen wir das jetzt. Jetzt schieben wir die noch nach hinten. Das sieht doch gut aus. So Leute, das erste Mal, dass ich während des Spielens speichere. Aber ich habe mit diesem Prop It Up Tool schon eine böse Überraschung überlebt, dass es nämlich abschmiert. Das wäre mir jetzt echt... nicht recht, wenn das passieren würde. So.
Das können wir ruhig so lassen. Beziehungsweise, wisst ihr was? Das kommt auch weg. So. Jetzt soll ich das deaktivieren? Habe ich eigentlich schon erwähnt, wie genial dieses Tool ist? Ja, ich weiß. Die letzte gute Tat für heute. Was ist denn das? Leute, ich möchte das ganz kurz testen. Gut, dass ich es getestet habe. Jetzt zu meinem eigentlichen. Vorhaben. Ich werde wieder die schönen hier nehmen. Beziehungsweise lasst euch nicht jetzt wundern oder wundert euch jetzt nicht, was ich vorhab. Es werden nicht so viele sein. Erste Mal haben wir hier. Das heißt, ich werde das so machen, dann ist es sicherer. Entfernen. 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 Nee. Alle entfernen. Diesmal richtig. Ich werde das schon ein bisschen größer stellen. Machen wir 8 Meter. Schauen wir mal. Ah, genau so möchte ich das haben. Ich möchte dich weg haben. Ich möchte dich weg haben. Und ich möchte dich weg haben. So. Ganz auf der Rückseite auch. Und schon wieder verdrückt. Zum Abschluss soll das Ganze noch
Karolinenkaserne. Ja, Karolinenkaserne. Das nennen wir auch so. Coffee, fuel of the modern economy. The age-old Italian tradition of burning beans and drinking the bitter bean juice. At Gut, ihr Lieben. Our environment is perfect for all of your work needs. Das war's für die beiden Folgen. Ich hoffe, sie haben euch gefallen, beziehungsweise ich wünsche euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben. Ansonsten, ja, wie gesagt, schöner Tag, schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Let's Play Let's Design City Skylines Karolinenburg. Servus!